Yo, hier ist Blake66, er spielt mal wieder Doom 3, nein, Blake66 ist noch gar nicht tot, nur virtuell. Virtuell ist er oft gestorben, da ist LJ Swan, er ist halb tot, er redet mit uns, jetzt wollen wir ihm mal zuhören. Sarge is gone. They've got to him. I don't know how long he's been working against us. He's no longer human. Oh, huh? Campbell went after him. He's got to be stopped. Hmm? Hell is breaking through in the caverns. If that portal isn't closed before those ships arrive, Earth will be destroyed. Earth. That's what they've always wanted. They were there once. Lost it in the dawn of time. Now it's so close. They can taste it. It's up to you now. Take my PDA, it's got what you need. Good luck. Okay. Swan ist auch so gut wie im Arsch. Auch wenn man keine Wunde sieht. Ist wirklich erst ein bisschen Blut beschmiert. Ja, was hat er uns erzählt? Er hat uns erzählt, dass unser Commander, Sergeant... Nee. Doch, Sergeant Kelly. Jo. Der wurde wohl auch eingenommen von der Hölle. Und Campbell, sein Bodyguard, ist hinter ihm her. Ja, hast du uns noch was zu sagen? I'm too beat up. I'll slow you down. Das stimmt natürlich. Du würdest mich aufhalten. I'll try to make it out on my own. Ja, genau. Geh alleine. It's up to you now. Ja, es ist meine Aufgabe. I'll try to make it out on my own. Ja. It's up to you now. I'll try to make it out on my own. Mhm. It's up to you now. Yeah, you know what? Fuck you, bitch. Ein freies Gefühl. Ich meine, hey, er war ein Arsch. Er war ein Riesenarsch. Okay, nein, eigentlich war es ja nicht, aber draufgeschissen. Egit! Zu. Sag mich. Wie soll ich denn hier lang? Ach! Ich bin blind. I, das sieht aus wie Gehirn und bla, und das kommt einfach so mal eben durch die Tür. Durch. Natürlich! Warum nicht? So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Ich hab dir gar nicht zugehört. Also. Es meldet hier frisch, was du gesagt hast. Du laberst eh nur Scheiße. Yeah. Naja. So, dann wundert euch nicht, wenn ich so rede. Oh, Loch. Ja, wundert euch nicht, wenn ich so rede, dass, ja, das ist... Real life, ganz schlimm. Hey! Okay. Oh, fuck. Der will mich anscheinend richtig niederbrennen. Aber ich hab's noch geschafft. Nee, hier ist nur ein Kommando, das bedeutet... Tritt mich! Nein! Fuck, und scheiße, mein Zoll-Cube ist so gut wieder. Wow, okay, und... Gott. Warte, Moment, ich bin nicht christlich. Teufel. Nein, ich glaube auch nicht an den Teufel. Denn laut Satanismus gibt es nicht wirklich den Teufel. Quasi. Bla. Dingspunkt. Lest euch die satanische Bibel durch, dann werdet ihr wissen, was ich meine. So, aber ich hätte den Soulcube eigentlich gerne noch eher gebraucht. Ich speichere irgendwie ziemlich oft, aber es mir gerade kacke egal. Was ist denn der? Hängen! So. Da hier noch Energie liegt, muss ich nicht irgendwie Dingsbums und bla. Yay! Ich muss zum CPU-Komplex und das habe ich anscheinend geschafft. So, CPU-Komplex, auf geht's. Viel Spaß beim Lesen, wenn ihr es lesen wollt. Bis dann! Where are you hiding?
Alter, du hast voll die Schutzweste verpasst, Mann. Die war genau hinter dir. Hey, einem. So, wir sind im Hugo-Komplex und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich weiß nur den Weg, den ich gehen muss, aber was mir das bringt, weiß ich gerade irgendwie nicht. Aber drauf geschissen, denn ich bin John Kane und ich baller einfach alles nieder. Halleluja. Ihr fragt euch, wer John Kane ist. Das ist der Typ, der... ja, der quasi in... Doom 3 die Haupt... Dingsbums. Die Hauptperson spielt. So. Haben wir hier Security Assignment. Dingsbums, bla. 5... 7, 1... Raketenwerfer. Sehr schön. Und wir haben von Swan auch hier noch was. Und zwar... Oh, Mars... Research Post. Will ich mich durchlesen. Aha. Aha. Okay. Das ist ganz interessant. Malcolm Metruger, also der böse, glatzköpfige, weiße Typ, der hat Elliot Swan geschrieben, sie müssen nicht hierher auf den Mars kommen und sie müssen auch nicht diesen quasi so einen Statusbericht abgeben. Geben sie mir einfach mehr Geld und mehr Zeit. Und dann wird die Forschung die Menschheit so sehr verändern, wie sie es nicht für möglich gehalten hätten. Tja. Aber Elliot Swan hat nicht auf ihn gehört und jetzt ist er tot und Hölle und bla und Dingsbums. Naja. Oh Gott, ich höre ein Wraith! Oder Wrath. Und ich muss gerade. Habe ich Schluck auf oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Oh Gott. Und vor allem, warum sage ich das euch? Scheiße. Oh, Baby! Nein! Nein! Geh hier in den See baden. In den Pool des Blutes. Du stinkst! Du. Stirb doch jetzt. Nein. Ich kann mich ja wieder heilen. Springen wir mal hier durch. Kann man doch durchspringen, oder? Kann man hier durchspringen? Nein. Will? Doch, man kann da durchspringen. Ich weiß es. Oh. Tutu. Bla, blub, Mülleimer. Dings, Bums. Okay. Dann mal wieder raus. So. Da ist irgendwas. Find replacement door panel in... Nicht so schnell. In Lab A to gain access to data library. Heading to the caverns. This is the audio log of Counselor Elliot Swan, dated November 16, 2145. Campbell and I were unable to get the Delta complex. That portal may be inconsequential to a more disturbing discovery. We have uncovered reference to another portal, created by the demons themselves. A passageway between Hell and Mars. We suspect it resides within the cavern somewhere near the archaeological dig. The fleet is on its way. Campbell and I will attempt to move there and somehow either shut it down or destroy it. That hellhole must be closed before the fleet arrives. Okay. Achso, das hat er. Ja, das muss er dann ja aufgenommen haben, als hier alles zur Hölle ging. Okay. This is the audio log of Counselor Elliot Swan. Ich werde euch gleich alles erzählen. This entire research facility is in chaos. With at least a 90% death rate among civilian personnel. The trigger unleashed is literally consuming space. Turned into some sort of undead creatures that are relentless. Campbell and I are making our way towards the communications facility. If a distress call leaves the base, then everyone here and on Earth is doomed. Doomed, klassisches Stichwort. Ja, also einmal. Das sind quasi Statusberichte, so während des Aufenthalts von Swan hier auf dem Mars. Und während halt das alles hier so zur Hölle ging. Wortwörtlich. Halleluja! Wortwörtlich zur Hölle gehen. Naja. Okay, das macht mir Angst. Er sagt, Sarge is waiting for you. Warum? Ja. Und Swan sagt halt, jeder auf der Erde ist verdammt, wenn man... Tried!
tried! Verdammt. Wenn man so ein Notsignal sendet, das möchte er halt verhindern. So wie er es auch bei uns versucht hat. Oder wenn alles schwarz ist, kann ich den Try doch nicht sehen. Und ich bin gleich tot. Und das kann doch nicht sein, denn ich bin schließlich John Kane. Und John Kane hat nur Leben. Gott, echt. Schön. So, wo war ich gerade? Genau. Ja, er wollte uns ja aufhalten von wegen, ne, sende nicht den Bla, diese Notmeldung da. Wir haben es ja getan. Das bedeutet, jetzt ist wahrscheinlich schon jeder auf der Erde verdammt. War das scheiße. Schau mal drauf und da ist es dunkel. Und da ist der Try. Da ist der andere Try. Komm schon! Oh Gott, ey, keine Schuppen mehr. Aber nichts für dich. Nur du willst ja irgendwie nicht sterben. Bitte, bitte. Okay, wir haben es geschafft. Storage Area. Hey! So. Oh. Ein Kommando. Ja, genau. Tritt mir in die Fresse. Ist ja nicht so schlimm. Hui! Du, ich krieg gern Tritt ins Gesicht, weißt du? Stück Scheiße. Checkpoint. Da sind wir hergekommen, das nicht? Was zum? Ah, ja, ja, ja. Okay, das war der einzige. Lab A Meeting Room. Was ist das denn? Ah, ja, ja, ein Kommando. Der hat da lang gelatscht. 627. Oh, sieht ja nett aus. 627. Merken. Und hier ist ein PDA. 627, 627, bla bla bla. Naja, und wo war ich? Ich war bei Elliot Swan. Genau, und seinem Plan. Die zweite Datei, also quasi die, die wir zuerst gehört haben, der Audiolog, der handelte von... Igitt. Von Igitt. Von ganz vielen Igitts. Denn... Er hat das Höllentor entdeckt. Also das Tor, das sich in der Hölle befindet, so bla bla bla. Und er hat sich auf den Weg gemacht, quasi es zu schließen. Und wir haben den Code gefunden. Geil von mir. Da komme ich noch nicht lang, aber vielleicht von der anderen Seite. Und da ist ein riesiges Skelett. Also ein Totenschädel. Das ergibt sehr viel Sinn. So, Zeit ist auch gleich wieder rum. Ich glaube, ich... Weil! Musst du unbedingt so einen riesen Lichtblitz machen? Naja. Okay, ich frage mich, warum sind die Skelette dort an der Wand so riesig? Könnt ihr es mir sagen? Könnt ihr es mir sagen? Nein, ihr könnt es nicht. Ah, hier ist Campbell doch lang gegangen. Ah. Sehr schön. So. Oh Gott, ich hab Babys. Ah, du bist. Da bist du. Was ist das? Da ist ein Aufzug und ein Baby. Oh, verdammt. Ich dachte, ich hätte mich gekillt. Schnell danach. Oh Gott, ich komme mir irgendwie voll mies vor. Ah, fuck you! Fuck you! Fuck you! Jetzt komme ich mir nicht mehr mies vor. Jetzt will ich wirklich hier alles töten. Ach, noch ein Rev. Ja, genau. Och, und noch ein Imp. Und ich habe dem Rev irgendwie noch meinen Arsch geschossen, weil ich nicht wusste, dass der da auf Boden. Oh Gott. Okay, ich wollte sagen, ich fühle mich ein bisschen mies. Weil ich hier die ganze Zeit Babys töte. Was ja ethisch jetzt nicht so vertretbar ist. Wie er schwebt. Dummes Kind. Das war jetzt aber berechtigt. Dummes Kind. So. Und Sarge wartet immer noch auf mich. Kann immer schön weiter warten. Der Mistkerl. Jo. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ah, zwei Babys. So. Babam. Zeit ist auch so gut wie um. Dann würde ich sagen... Schließ die Tür nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der CPU Banks K bis T. Beim nächsten... nicht Level. Beim nächsten Part. Und ja.
bei der nächsten Game Session, würde ich sagen. Ich werde jetzt erstmal aufhören. Ich habe 3 Parts, 4 Parts, ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein paar mehr. Mir wurscht. Aber auf jeden Fall habe ich wieder Material. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Blake66.